Hi, herzlich willkommen bei der neu eröffneten Miniaturwelten Stuttgart. Wir als Modellbahn Union haben hier eine Präsentationsfläche unserer Eigenprodukte, unser Dioram und natürlich auch exklusiver Sondermodelle, die wir für Miniaturwelten Stuttgart gemacht haben und die es natürlich nur hier zu kaufen gibt. In diesem Video zeigen wir euch ein paar Impressionen der Anlage und die Macher der Miniaturwelten. Mein Name ist Rainer Braun, bin 59 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder, selbstständiger Berater, das ich nebenher auch noch mache und Schwabe, man hört's. Ich bin Peter Czawajda, ich bin N-Bahner mit Herz und Blut. Ich selber bin hier aus Stuttgart und bin jetzt hier zu den Miniaturwelten gestoßen aus Leidenschaft und einfach, weil man die Anlage zeigen muss. Das Besondere an der Anlage ist, sie ist von einer Person gebaut, 185 Quadratmeter, das größte Stadtmodell Europas. Von der Presse sind also alle da, die wir erhofft haben. Jetzt sind wir gespannt, wenn es losgeht um 13 Uhr. Ich bin völlig beeindruckt von dieser Anlage, von dieser Größe und was ein Mensch erschaffen kann. Der Gesamteindruck, den kann man fast gar nicht beschreiben, wenn man die Geschichte dahinter noch mit dazu kennt. Es ist ein Wahnsinnsprojekt, was er alleinig gemacht hat und über die Jahre selber aufbaut. Und wenn man selber Modellbahner ist oder auch selber Modellbahnen macht, das ist, man kann sich fast nicht vorstellen trotzdem. Ich bin jetzt gerade hier vorbeigelaufen und ich fand es sehr ansprechend. Und dann dachte ich, gehe ich einfach mal rein und schaue mir das mal an und bin doch sehr, sehr erstaunt, wie groß das hier überhaupt ist. Ich komme in der Nähe von München, in der Schwäbischen Alb und ja, ich wollte jetzt heute mal die Anlage hier anschauen. Ja, das ist gigantisch, was da allein schon geleistet war, ist hier mit dem Aufbau jetzt und auch was der Herr Freider damals gemacht hat mit dieser ganzen Anlage, wie lange der da gebaut hat und was da, das ist Wahnsinn. Also diese Anlage von Wolfgang Frey ist in meinen Augen ein Kunstwerk. Es ist etwas, was eine einzelne Person geschaffen hat und das ist unvorstellbar. Das ist etwas, was man sich angucken muss, wenn man hier in Stuttgart ist oder wenn man mal einen Besuch hier macht. Liebe Freunde, ich freue mich, wenn ihr nach Stuttgart kommt und diese tolle Anlage bestaunt. Ihr seid herzlich eingeladen. Wir sind da und können alles erklären, erzählen über die Geschichte, die Erbauung der Anlage und wir freuen uns auf einen Besuch.